Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Alambic spricht direkt zu uns. Lehrling, hör mir zu. Diaria und ich haben gerade von all den atemberaubenden Dingen gesprochen, die du im Laufe unseres kleinen Abenteuers erlebt hast. Und wir dachten uns, wäre es nicht schön, wenn wir diese Momente auf Foto festhalten könnten? Ja, ich habe schon die ganze Zeit nach einem Fotomodus gesucht. Naja, hauptsächlich habe ich gesagt, uns wird niemand glauben, dass die Immerlinge zurück sind. Wir sollten Beweisfotos schießen, um sie den Zweiflern schön unter die Nase zu reiben. Zumindest ging es dir darum, Fotos von uns zu machen, trotz deiner unlauteren Absichten. Wie dem auch sei, du hast schon eine Kamera in deiner Werkzeugkiste. Warum probierst du sie nicht aus? Experimentiere mit unterschiedlichen Linsen und Winkeln und mach ein paar lustige Schnappschüsse. Du kannst auch melancholische Schnappschüsse machen, wenn dich die Muse packt. Genau. Na los, ab mit dir. Mach ein paar Fotos. Und wie? Drücke P, um die Kamera hervorzuholen. Okay. Ach so, nee, das hatte ich ja schon aufgeschrieben. P. Aber das hatte ja nicht funktioniert. Genau. Dann werde ich erstmal raus. Oder Moment. Ich bleibe erstmal hier. So. Das ist vielleicht ein schönes Bild. So. Wenn ich nicht so doof. So doof gucken würde. Oh, warum ist das jetzt auf einmal so Tabulator ein aus? Das ist schön. Aber so kann ich nur ein Screenshot machen. So kann ich ja kein richtiges Bild machen. Ich denke mal. Bewege die Kamera, bis du das perfekte Foto hast. Okay, mit Scrollen kann ich hoch und runter. Kann ich hier auch irgendwo. Ach so, mit Q und E, ne? Ah, Zoom-Neigung. Spieler verstecken. Na gut, das wollen wir jetzt natürlich nicht. Tageszeit, Belichtung. Tageszeit wäre natürlich schön. Genau, wenn das jetzt schön hell wäre, schön ausgeleuchtet. Entfernungseinstellung, Fokus, Unschärfe. Oh. Das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Okay, machen wir mal einfach so. Pose. Ah, wie cool! Das ist ja cool. Aber ich muss es trotzdem mit den Screenshots hier bei. Also mit F12 machen. Ne? Mit den. Bereit zu. Achso. Mit den Stream-Screenshots machen. So. Blödes Wort. Nee, nicht Stream. Steam. Mann. Oh Gott. Perlenbesetzte Locken. Habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal bekommen. Oh Mann. Okay, aber ich möchte gerne trotzdem noch mal so ein bisschen. Moment, wir gehen fürs nächste Bild, gehen wir mal raus. Diese Harmoniesteine wurden vor langer Zeit platziert, als dein Volk diese Stadt gegründet hat. Die Steine erlaubten den alten Alchemisten, das Gleichgewicht zwischen den Bewohnern und dem Land zu ermessen. In Harmonie mit ihrem Land zu leben, war wichtig für sie, weißt du? Doch wie du weißt, wurde diese harmonische Existenz schlussendlich aufgegeben. Die Steine konnten weder den Willen der Bewohner noch den des Landes mehr widerspiegeln. Und die Harmoniesteine wurden, nun ja, zu einfachen Steinen. Aber es scheint, als hättest du etwas von dieser lange verlorenen Harmonie wiederhergestellt. Beeilen wir uns und sehen uns das an. Gameplayerin, hast du in letzter Zeit Kazumi besucht? Ich bin sicher, dass Kazumi sich freuen würde. Kazumi gibt sich tapfer, aber jeder von uns geht anders mit der Präsenz der Dürre um. Lass uns schauen, ob wir bei irgendetwas helfen können. Ja, es ist schlau, gut mit der Person befreundet zu sein, die dich regelmäßig hunderte Meter über den Boden durch die Luft trägt. Genau. Wenn wir nicht unterwegs sind, verbringt Kazumi die Zeit im Schlafplatz. Sag Kazumi Hallo, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, machen wir doch glatt. Hier ist irgendwas Neues gewachsen. Vielleicht könnte man hier mal so ein bisschen so. So. Ich möchte zumindest noch mal kurz den Rest auch angucken hier. Also, nein. Oh. Okay, also das meinen die da mit Neigung. Okay. Belichtung, Tageszeit, Entfernungseinstellung ist klar. Distanz zur Kamera. Okay. Genau, die Posen, die wollten wir uns noch angucken. Das ist doch ganz schön. Okay.
Okay. Das ist eigentlich auch keine schlechte. Moment. So, was haben wir denn noch? Das. Okay. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach schönen Motiven für meinen Instagram-Channel. So, zu den Steinen sollten wir gehen. Ah, jetzt darf ich singen. Ah! Liebe die Natur. Vor allen Dingen, wenn es alles so richtig saftig grün ist. Schau, das alte Luftschiff-Dock. Wenn wir das reparieren, können wir wieder Besuch empfangen. Oder noch besser, neue Bewohner willkommen heißen. Mir schwant in diesem Fall nichts Übles, sondern etwas sehr Gutes. Oh ja, wir brauchen eine ganze Stadt, um den Immerbaum wieder zu alter Pracht zu verhelfen. Doch leider fehlen uns die Einwohner und damit auch die Stadt. Ja. Ich habe so viel Zeit an diese Ameisenkolonie verschwendet. Wie auch immer, ich frage mich, in welchem Zustand sich die Docks nach all den Jahren befinden. Lass uns nachsehen. Ja, cool. Dann fängt das jetzt bestimmt an, dass wir die Stadt wirklich bauen können. Aber ich möchte erstmal zu dir gehen. Oder auch nicht. Oh, scheiße. Kann ich dir denn helfen, wenn ich schon nicht mit dir interagieren kann? Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Ah, jetzt. Was möchtest du tun? Oh, ein bisschen kuscheln. Ah, komm her. Oh. Oh, das ist doch süß. Und jetzt möchte ich dich füttern. Komm. Ja, das hat er gut gemacht. Och, ich kann noch mehr. Beziehungsweise ich kann noch mal kuscheln. Komm her, große Umarmung. So, okay, perfekt. Vielleicht kriegen wir dann hier irgendwie eine neue Stufe in unserer Freundschaft oder irgendwas in der Art. Ein kuscheliges Leben, genau. Oh, dunkle Blättertapete. Die sieht nicht schlecht aus. Kümmer dich 10-mal um. Okay. Aktiviere den Harmoniestein. Das haben wir auch gemacht. Essenzen. Ja, sehr schön. Dann schauen wir uns jetzt aber trotzdem erstmal. Was mir gerade erst aufgefallen ist, das sieht aus wie so ein Gesicht von hier aus. Erstmal den hinteren Bereich an, den wir hier freigelegt haben. Beziehungsweise die Docks an, ob wir die reparieren können. Hier irgendwas machen? Nee. Da kommen aber wahrscheinlich dann. Och, alle Nase lang können wir hier irgendwas einlösen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. Da können wir nicht mit interagieren. Da können wir auch nichts machen. Ich dachte, vielleicht können wir das erstmal ein bisschen vergrößern oder so. Hi! Bist du der Bauarbeiter hier? Oh, okay. Ich glaube, es könnte schlimmer sein. Stimmt, das Geröll könnte außerdem noch in Flammen stehen. Oh, wow. Was für ein schönes Geröll. Hey, sollte das in den Müll? Wir Immerlinge helfen dir gerne bei den Reparaturen der Anlage. Keine versteckten Kosten. Dinge zu bauen ist irgendwie unser Hobby. Neben den Erkunden von Orten, an denen wir nichts zu suchen haben. Außerdem mischen wir uns gerne in die Unterhaltung anderer ein. Also, was sagst du? Du musst uns nur mit Miora oder Essenzen versorgen und wir erledigen den Rest. Was für ein großzügiges Angebot.
Wenn sich die Immerlinge um die hiesigen Bauprojekte kümmern würden, solltest du mehr Zeit für deine anderen Pflichten haben. Du könntest zum Beispiel endlich diese tote Motte aus mir herausfischen. Oh, Moment, hat sich erledigt. Sie hat sich komplett aufgelöst. Wenn uns die Immerlinge bei unseren Bauvorhaben unterstützen wollen, sollten wir dem nicht im Wege stehen. Ja, finde ich auch. Aber was möchte der jetzt genau haben? Miora. Ja, wie viel denn? Hallo? Hey, Großling, sollen wir das für dich aufräumen? Klar, wir machen uns sofort an die Arbeit. Okay, also anscheinend brauchen sie erstmal für die erste Runde noch nichts. Fleißige kleine Kerlchen, was? Sie sind sehr schnell. Wie lange wird das wohl noch dauern? Sollen wir sie einfach weitermachen lassen? Das müssen wir wohl. Lasst uns schauen, wie weit sie morgen gekommen sind. Doch jetzt, Gameplayerin, wartet erst einmal der Immerbaum auf dich. Während wir mit anderen Dingen beschäftigt waren, hat einer dieser fleißigen Immerlinge die Eingangstür unseres kleinen Alchemiehauses ausgetauscht. Oh. Okay. Und hier anscheinend eine zweite ähnliche Tür installieren lassen. Versuch doch mal, durch die Tür an deinem Ende zu gehen. Ich glaube, dass sie dich direkt hierher bringt. Es besteht übrigens eine winzig kleine Chance, dass dich das Gerät an einen ungünstigen Ort schickt. Zum Beispiel mitten in unsere Sonne. Tja, wenn du die Tür öffnest und auf der anderen Seite die Sonne siehst, dann geh bitte nicht durch sie hindurch, Lehrling. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollen. Hier ist aber noch einer. 180 Miora will der haben. Ich weiß aber gar nicht, ob ich überhaupt Miora habe. Entferne den großen Haufen. Hey, Großling, sollen wir das für dich aufräumen? Ja, klar, wir machen uns sofort an die Arbeit. Das ist schön. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel ich von dem Zeug eigentlich habe. Jetzt anscheinend gar nichts mehr. Ach nee, hier oben. Ah, okay. 24 habe ich jetzt nur noch. Das ist natürlich doof. Okay. Was war denn das hier in der Ecke? Nichts. Okay. Ich habe nichts gesagt oder gesehen. Hallo, guten Tag. Meinen Sie, ich kann hier durch? Grotte des Alchemisten. Moment, GF? GF? Wiesenquartiere? Oh. Aha. Das ist gar nicht mal schlecht. Ja, cool. Also, Gameplayerin, das Leben eines Alchemisten besteht nicht nur daraus, Samen zu pflanzen und Unkraut zu jäten. Tatsächlich wette ich, dass so etwas unter normalen Umständen gar nicht deine Aufgabe ist. Viele ehemalige Gildenmitglieder haben die meiste Zeit bloß übel riechende Messbecher angestarrt. Oh, sollen wir heute dasselbe machen? Allerdings. Und womit soll man anfangen, wenn nicht mit der Extraktion von Essenzen? Mit einem außerordentlichen Vorrat an Essenzen haben wir alle Ressourcen, die wir für die Wiederherstellung unserer schönen Alaria brauchen. Schau her. Ja, wir fordern erstmal ein, wie immer. So, eigentlich sollte ich das ja am Ende machen, aber ich wollte jetzt mal eben gucken. Ne, damit haben jetzt nur die Pilztapete bekommen. Zungenbrecher. Wir haben aber keine Dingspunkte hier bekommen. Muss ich ihn hin? Hallo? Kehre zum Alchemiehaus zurück. Achso, soll ich jetzt mit ihm nochmal sprechen? Oh, sieh nur, es ist Gameplayerin. Du wolltest nach uns sehen, was? Sehr pflichtbewusst, lobenswert. Alchemie. Und jetzt? Oh, da bin ich schon. Und hier siehst du alle deine gesammelten Gegenstände, aus denen du Essenzen extrahieren kannst. Okay. Ich muss dich aber warnen, wenn du Dinge in Essenzen verwandelst, verschwindet der ursprüngliche Gegenstand. Mit der Zeit wirst du lernen, welche Essenzen du aus welchem Gegenstand extrahieren kannst. Das halten wir hier fest. Wo ist hier? Achso, hier, re nee, hier rechts ist das Lager. Entdeckte Essenzen werden hier dargestellt. Wo ist denn hier? Du kannst dir aber nie ganz sicher sein, welche Essenz du am Ende extrahierst. Die Alchemie ist keine exakte Wissenschaft. Warum probierst du es nicht aus? Klicke mit der Maus auf einen Gegenstand, um die alchemistische Verwandlung zu beginnen. Okay. Oh. Wie
Nehmen wir mal etwas, wo wir mehr von haben. Ne? Das hier zum Beispiel. Ah, okay. Also wir haben jetzt ausgetrocknet und reichlich. Und woran sehe ich jetzt... Essenzen extrahieren steht da nur. Woran sehe ich jetzt, was ich davon kriege? Ne, Moment, das hier ist es. Ja. Ach so, nee, da oben. Ach, ich gucke die ganze Zeit auf die rechte Seite. Okay, da mache ich das so wie bei Teso. Da muss ich alles mal ein bisschen anklicken hier. Eine massive Dekowand. Die kann man auch extrahieren? Nee. Okay, also Deko kann man anscheinend nicht extrahieren. Das ist alles neu. Das machen wir erstmal so weit weg. Also, okay. Wenn ich da nochmal drauf klicke, ja, genau, dann kommt nämlich was anderes raus. Okay, dann haben wir jetzt alle Essenzen, die wir daraus kriegen können. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Jetzt haben wir nicht mehr genug, um das rauszufinden. Nein! Okay, die haben wir auch alle. Da können wir leider noch einmal benutzen. Das. Und den Rest können wir nicht extrahieren. Okay. Ja. Mir ist eingefallen, wie wir Essenzen für weitere alchemistische Experimente nutzen können. Aber bis die Zeit reif ist, sind meine Lippen versiegelt. Okay, dann sind deine Lippen versiegelt. Du hast zwar keine Lippen, aber Hauptsache, sie sind versiegelt. Blättertapete, sehr schön. So, dann habe ich hier noch. Da. Friedlich. Friedlich ist immer gut. So. Okay. Lehrt sie mich auch noch irgendwas? Nö, ne? Du siehst aus, als hättest du draußen Spaß gehabt, Liebchen. Ich freue mich für dich. Achso, da können wir dann nur... Okay, okay, okay. Ja, ich denke mal, wenn von ihr aus was kommt, dann... dann wird das vermutlich erst später sein. Achso, ich kann das doch auch direkt abkürzen. Ich bin auch doof. Kann ich das eigentlich auch... Nee, mit ASWD kann ich es nicht machen. Wiesenquartiere ist das, wo wir jetzt eben gewesen sind. So. Wir haben uns ja vorhin hingelegt, beziehungsweise in der letzten Folge hingelegt. Das heißt, rein theoretisch ist ja jetzt wieder ein neuer Tag. Ja, das sieht gut aus. Wo wir dann hier auch wieder was machen können. Ich höre wieder irgendwas Ekliges hier. Aber es kreucht und fleucht diesmal nichts, wenn ich das richtig sehe. Die sind alle ausgewachsen, da können wir nichts mehr machen. So. Die Bewegung erinnert mich irgendwie ein bisschen an... ach, wie heißt es nochmal? Wieso kann ich... Okay. An Phoenix, wollte ich sagen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Baum. Das sieht doch schon mal schön aus hier. Mit den Büschen können wir vermutlich gar nichts mehr machen. Du solltest auch vielleicht den Baum treffen. Mann, 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 Mann. Ich springe hier schon fast runter. So. Gib mir deine... Ach, hier kriege ich übrigens, wenn ich die Dinge einsammle, die Punkte. Genau. Das war aber jetzt mein Begleiter, oder? Der hier so ein Erdbeben veranstaltet hat. Ach,
nachdem ich da vorhin ja schon den Wal gehört habe. Beziehungsweise in der letzten Folge dann. Oder zumindest sowas Wal-ähnliches. Das muss ich mit dem machen. Halt. Nee, da ist doch nichts drin. Einmal gießen. Ich finde das Singen irgendwie so süß gemacht. Das hört sich so ein bisschen nach Meerjungfrau an, finde ich. So. Den auch einmal vergrößern. Was ist hier? Ja. Was stand da gerade? Wunderschöner Torbogen oder sowas? Das ist ja cool. Gießen. Auch alles gießen hier. Hallo. Also das mit dem Anvisieren und dem Gießen üben wir nochmal. Aber da bekomme ich doch nichts, wenn ich die kaputt mache, oder? Oder ist das jetzt Schleim, der da drin ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, Moment, da haben wir. Die können wir auch noch. So. Hau mal drauf. Feste. So ist gut. Ja. Das auch nochmal. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein Baum. Großer Baumplatzdekoration. Ich kann ja schon gar nicht bei allen nachgucken, was da jetzt genau drin ist. Das ist so viel. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt im Moment den müssen wir noch. Ne? Okay, hier sieht der doch etwas pervers aus. Hallo, gib mir deine. Genau. Jetzt habe ich zumindest schon mal wieder 98. Das heißt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich so viel wie möglich von den täglichen Aufgaben hier definitiv mache. Damit ich dann auch die anderen Sachen freischalten kann. So. Da war doch eben auch noch irgendwas da hinten, wo wir noch was pflanzen müssen. So. Aber es sieht schon mal richtig gut aus. Vor allen Dingen wird das hier auch so richtig schön grün. Überall, wo wir... Oh, da ist noch was zum Einsammeln. Überall, wo wir ja, im Endeffekt was gemacht haben, was gebaut haben, in Anführungszeichen. Also was angelegt haben. So. Der kam jetzt gut. So, das... Ne, hier ist noch was. Kann es sein, dass die Sachen teilweise sogar runtergefallen sind? Ich bin mir nicht sicher. Gut. Das war alles, aber trotzdem war eigentlich hier irgendwo noch eine kleine Stelle, wo ich was reinpflanzen konnte. Hm. Okay, also mit der Hand geht es anscheinend nicht. Gut. Ich weiß aber auch nicht, wie gesagt, was das jetzt bedeutet. Ob wir den jetzt säubern oder was? Oder ob wir da jetzt irgendwelche Beeren kaputt machen? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen schade, dass das jetzt so nicht erklärt wird. Hier in der Ecke mal. Oh, oh. Hallöchen.
Gussdekoration, okay. Na, komm hier. Wir müssen ja auch unsere Welt sauber halten. Nein, das ist einfach nur, weil wir die natürlich auch sammeln müssen. Der sieht ja mal richtig süß aus, so von den Farben her. Okay, dann... War hier doch gerade noch was? Zumindest habe ich gerade irgendwo noch was gehört. Ach, da! Komm her. Okay, perfekt. So. Da ist noch einer. Komm mal her. Wieso ist der jetzt erschrocken, wenn ich schleiche? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen. So, haben wir denn alles? Nee, was ist das hier? Ah, nee. Ich dachte gerade, das ist jetzt so ein Riesentier, was hier neben mir gewachsen ist. Aber das ist mein Freund. Wieso sagt man das denn keiner? Okay, da schleichen wir uns auch nochmal eben an. Komm hier, mein kleiner Freund. Komm hier. Auch. Jetzt höre ich schon wieder diesen komischen Wal. Erstmal du her. So. Ich gabel mir von der Wand auf. Die hören sich aber auch komisch an irgendwie. So. Oh, jetzt ist da oben schon wieder ein neuer. Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Ist das hier irgendwie... Kann man hier unendlich viel von diesen Viechern holen, oder? Oh, und schon wieder. Oder ist das der von oben? Ich glaube, das war jetzt der von oben. Also irgendwie spawnen die hier immer wieder neu. Das ist heftig. Ja, ich hatte dich zwar nicht im Visier, aber ist okay. Das hört sich echt an, als ob jetzt hier gleich irgendwo einer um die Ecke geflogen kommt. Also so ein Wal. Das ist krass. Was haben wir denn hier noch? Also ich glaube, das mit den Käfer sammeln, das kann ich hier unendlich machen. Deswegen hören wir da jetzt am besten mal mit auf. Aber den Baum nehmen wir natürlich noch mit. So. Ansonsten sieht das hier schon richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Machen wir doch mal ein Foto davon. So. Nein. So und zack. So. Einmal M drücken. Dann haben wir da unsere täglichen Aufgaben auch abgeschlossen. Sehr schön. Alchemiehaus. Kann ich mit dir? Ne, mit dir kann ich nicht mehr interagieren. Eigentlich müssten wir wieder durch das Portal und dann nochmal gucken, was wir da in der Baumwelt machen können. Es hieß doch die Baumwelt, oder? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber da das jetzt die Folge natürlich auch schon ziemlich lange ist, du darfst gerne weiterlaufen, hallo, würde ich sagen, dass ich mich einmal ins Häuschen begebe und dass ich hier den Tag einmal beenden werde draußen. Glaube ich, dämmert es auch schon bald, wenn ich das unten richtig gesehen habe.
Und dass wir dann in der nächsten Folge eventuell nochmal in die andere Welt reisen. Wobei, ja, ich weiß nicht, was es da jetzt für. Obwohl, nee, die Baumwelt, das war, glaube ich, das, wo wir jetzt gerade gewesen sind. In der anderen Welt haben wir jetzt im Endeffekt nur diese kleinen Immerlinge gefunden. Aber die haben keine Aufgaben mehr für uns gehabt, meine ich. Müssen wir mal gucken. Also die werden mich sicher schon wieder darauf ansprechen, was wir machen müssen am nächsten Morgen. Ich sag mal, gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh. Das ist gut. Unser kleines Liebchen steckt so viel Arbeit in die Pflege des Immerbaums. In der Tat. Und ist es nicht wundervoll zu sehen, wie der Baum jeden Tag ein Stückchen wächst und sich verändert? Ah. Das ist es. Es füllt mein metaphorisches Herz mit Freude. Ich hoffe, diese Veränderungen wirken sich auch auf den Rest von Alaria aus. Dann können wir dieser bösen alten Dürre zeigen, wo sie hingehört. Hört, hört. Das ist bloß der Anfang, Diaria. Gameplayerin ist ein Baumpfleger, Dynamo. Oh. Ja, unser Liebchen hier trägt den Geist der Alchemisten von Immerherz wirklich in sich.